Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute packe ich das erste Mal mein Weihnachtsgeschenk aus. Oder an. Der Dutch Oven. Ich werde Schicht gleich machen. Ganz einfach, weil ich noch nicht die Erfahrung mit dem Dutch Oven habe. Deswegen, wie gesagt, einfache Schicht gleich, ohne irgendwelchen großen Schnickschnack. Dazu habe ich mir extra noch endlich mal wieder die dicken Handschuhe beiseite gelegt. Es kommt zum Einsatz das neue Stativ, was mir meine Kinder zu Weihnachten geschenkt haben. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Für das Schichtfleisch brauchen wir Zwiebeln, ein bisschen Speck, den habe ich gestern schon gewürfelt, das zeige ich euch gleich noch. Bacon zum Auslegen des Topfes und das Fleisch habe ich gestern auch schon geschnitten und über Nacht mariniert. Das seht ihr auch gleich noch, wie ich das gemacht habe. Des Weiteren, total vergessen, Barbecue-Soße. Da ist die Beilage drin, das wird ein Kartoffelgratin mit Urkohl, schimpft sich das. Aber wie gesagt, das wird nur die Beilage, deswegen zeige ich da gar nicht großartig was. Das seht ihr nachher auf dem Teller. Gerade war die Kamera mal wieder aus. Bin ich froh, dass ich noch ein zweites Stück Fleisch habe. Ich habe also schon die Schwarte hiervon abgeschnitten. Die schmeißen wir gleich mit in den Topf, oder das heißt gleich morgen. Die kann damit auskochen und ihren Geschmack abgeben. Restlichen Speck schneiden wir in kleine Würfel. Der kommt zwischen das Fleisch. Schöne kleine Würfel. Die brauchen nicht winzig zu sein, weil durch das lange Schmoren, was wir machen, werden die verdammt klein werden. Aber auch diese sind ja hauptsächlich für den Geschmack zuständig. Hier habe ich knapp 2 Kilo Schweinerücken. Den werden wir ein bisschen vom groben Fett befreien. Hier lange Sehne. Die wird zwar über das Schmoren hinweg auch zart oder zarter werden, aber wir haben genug Fleisch. Können wir zumindest mal entlang fahren. So, die Sehne ist weg. Jetzt schneiden wir das Ganze in ca. 1 bis 1,5 cm dicke Scheiben. So, auch 1,5 cm. Das Ganze wird wieder gut gewürzt. Gucken, dass überall was dran ist. Das Ganze schmeißen wir jetzt in den Vakuumbeutel, lassen das bis morgen liegen. Und dann geht's weiter. So sieht das Ganze jetzt vakuumiert aus. Wie gesagt, morgen kommt das Ganze dann in den Topf. Und dann haben wir unseren Spaß damit. Bis denn. Das Geniale an dem neuen Stativ ist, ich bin mir nicht mehr selbst im Weg. Ihr könnt alles von vorne aus sehen. Brett, Zwiebel. Erstmal schälen wir diese. Die Zwiebel schneiden wir in
circa 0,5 cm bis Zentimeter dicke Scheiben. Und ich hoffe, ihr seid alle stolz auf mich. Ich habe endlich wieder mein Brett ausgepackt. Das wurde jetzt die letzten Wochen hier stiefmütterlich behandelt. Die packen wir jetzt erstmal hier hin. Den Topf legen wir jetzt mit einer Schicht Bacon aus. Als natürliches Backpapier. Da wo Fett ist, kann wenig anbrennen. Armer Merkel. Zwei Pakete braucht man, um einmal rumzukommen und ein drittes, um den Boden auszulegen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Topf irgendwie quergestellt bekomme, damit ich ordentlich schichten kann. Gucken, in welche Richtung muss ich denn? Ich will ja auch, dass ihr was seht. So. Wofür Küchenpapier nicht alles gut ist. Für das Weichweichern beim Metzger meines Vertrauens. Weil ich beim letzten Mal so viel Wasser und Fleisch hatte beim Grillen, dass ich gedacht habe, verdammt, das kriegst du ja im Leben nicht, da kannst du nicht mit grillen, da kannst du mit kochen. Nur eine Schicht Fleisch, also Restzwiebeln, dann Zwiebeln, dann eine Schicht Fleisch. Und wieder Zwiebeln. Von der Größe her ist das, soweit ich weiß, ein 11 Zoll Topf. Dadurch, dass ich auch im Regelfall immer ein bisschen mehr mache. Die Familie will ja satt werden. Oh, das riecht, Leute, das ist wie immer unglaublich. Aber ihr kennt das ja, Magic Dust. Die meisten von euch werden es schon benutzt haben. Zumindest schon mal dran gerochen haben. Die werden bestätigen, das ist einfach nur ein absolut genialer Geruch. Den können wir jetzt wieder gerade stellen. Dann haben wir noch ein paar Lücken, da tun wir mal ein paar Zwiebeln rein, damit nicht alles umfällt. So, die restlichen Zwiebeln nehmen wir auseinander und schmeißen die Ringe locker drüber. Ein Stück brauchen wir nicht, haben wir noch Zwiebeln. Dann nehmen wir uns den geschnittenen Schinken und bröseln den locker drüber. So. Dann nehmen wir den Schinken vom Rand, den Bacon, legen uns den schön in die Mitte. So viel Zwiebeln hatte ich besser noch welche drunter gelegt. Also wenn das so genial wird, wie es riecht, Leute, dann bin ich schon begeistert. Den stellen wir jetzt gleich nach draußen. Kohlen drüber, Kohlen drunter. Schmortemperatur 170 bis 180 Grad. Kohlen muss ich jetzt tatsächlich sogar lesen, wie viele es sind, weil der Topf größer ist, als ich gedacht habe. Ich hätte ursprünglich gedacht, ich hätte einen 8 Zoll. Aber wie gesagt, dadurch, dass der 11 hat, braucht er deutlich mehr Temperatur. Und was wäre es langweilig, wenn ich nicht wieder was vergessen hätte? Die Barbecue-Soße.
So. Jetzt aber. So, die Kohlen sind so gut wie durchgeglüht. Wir stellen uns mal dahin und dann verteilen wir mal. Nach unten mache ich 8 Kohlen und oben drauf 16. Das sind jetzt die Kokosbriketts. Die sollen einen Ticken heißer und länger brennen als andere Briketts. Ich werde das jetzt einfach mal testen. Ich hoffe, dass mir der ganze Kram jetzt nicht zu heiß wird. Ich stelle auch fest, die sind einen Ticken größer. Das habe ich schon gedacht, als ich den Kamin gefüllt habe. Und ist es nicht herrlich? Kaum grillig ist die Sonne draußen. So muss das sein. Da freut sich Papas Jüngster. Nee, Elster nicht. Ha. Da freut sich Papas Elster. Die müssen aber unterm Topf. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, das Ganze wirkt jetzt wie ein Backofen mit Ober- und Unterhitze. Je nachdem, was man macht, braucht man halt mehr Oberhitze als Unterhitze. Das ist jetzt ein Gericht. Lieber ein bisschen mehr Hitze von oben, weil wenn es unten anbrennt, das schmeckt nicht. Und da wir den 3 Stunden drin lassen, das sind jetzt im Übrigen wahrscheinlich so um die 175 Grad. Lassen wir uns überraschen, was passiert. Ich werde also auch zwischendurch mal nachgucken gehen, weil wenn es so brennt, wäre schade. Und Tipp, niemals mit bloßen Händen. Schwere Handschuhe ist das absolute Minimum, was man braucht. Boah Leute, wenn ihr riechen könntet, dass ich rieche, dann würdet ihr jetzt losfahren. Egal woher, in 2 Stunden seid ihr auf jeden Fall hier. Naja. Dicke Handschuhe, wichtig, ich erwähnte es. Und dann schauen wir mal nach. Mal wieder zu. Wow. Ich muss noch mal gucken. Es tut mir leid. Wahnsinn. Ich freue mich so. Also die Zwiebeln und der Speck, also der Bacon, also das riecht zusammen unglaublich. Erstes Zwischenfazit, 2 Stunden sind jetzt um, die Kohlen sind immer noch heiß, das heißt, die Dinger sind einfach genial. Das zweite ist, hier riecht es, das ist, also das kann sich keiner vorstellen. Und das schmort so langsam aber sicher vor sich hin. Noch eine halbe Stunde. Gute halbe Stunde. Und da ist das gute Stück. Sieht das nicht geil aus? Packen wir jetzt direkt auf den Teller und dann wird verkostet. Ein bisschen den Bacon beiseite. Oh, ich kriege die gar nicht am Stück raus. Nee, das muss ich anders machen. Wow, das ist zart. Dann nehmen wir uns mal eine Großschublade. Lassen ein bisschen den Sud abtropfen. Das kann man einfach so mit der Gabel durch. Jetzt habe ich noch versucht, Zwiebeln zu nehmen, fällt das Fleisch ganz ab. Bisschen Angst, mich zu verbrennen.
berechtigt. Hm. Boah. Wahnsinn. Wie auf der Kirmes. Und das ist auch Kirmes im Mund. Hier sind noch so einzelne kleine Speckbrötchen, die hatte ich hier oben drauf gelegt. Das Fleisch ist butterzart, die Zwiebeln, ja, fallen so auseinander. Also genau der richtige Garpunkt, wie man ihn haben will. Die Kohle war der absolute Erfolg, das muss man mal ganz klar sagen. Auch, dass ich nochmal gute Qualität an Fleisch geholt habe, macht das Ganze natürlich auf keinen Fall schlechter. Muss man auch probieren. Mmh. Also, optimal. Wenn euch das Video genauso gut gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr es nachmacht. Wer euch einen Kommentar dazu liefert, einen guten wäre super, mit dem Daumen hoch. Wenn ihr was zu mäkeln habt, bitte sagt auch, was ihr zu mäkeln habt. Nicht einfach nur Daumen runter machen. Ich kann es nicht korrigieren, wenn ihr immer einfach nur einen Daumen runter macht. Ansonsten habe ich hier meinen Abo-Button und hier unten links. Hier verweise ich noch auf andere Kanäle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Barbecue mit Sascha.